Herzlich willkommen zu einer zweiten Ausgabe der KI-Lectures Lernen und Bildung mit künstlicher Intelligenz. Mein Name ist Nils Pinkwart, ich bin Moderator dieser Session und wir freuen uns auf einen Vortrag von der Kollegin Claudia De Witt. Sie ist seit Oktober 2004 Professorin für Bildungstheorie und Medienpädagogik an der Fernuniversität in Hagen. Sie ist dort Mitglied im Leitungsteam des Forschungsschwerpunkts D2L2, Digitalisierung, Diversität und lebenslanges Lernen an der Fernuniversität in Hagen. Und sie hat eine ganze Menge von spannenden Projekten im Kontext von Personalisierung, KI und Bildung. Dort geht es beispielsweise um Learning Analytics, Monitoring, Ambition Study Success im Distance Learning, um ein regionales KI-Zukunftszentrum gesund arbeiten, um adaptive, personalisierte Lernumgebungen und das ist der Schwerpunkt im heutigen Vortrag, um die Personalisierung des Hochschulstudiums am Beispiel des AI Edu Research Labs. Und wir freuen uns auf den Vortrag. Ich moderiere, wenn Sie Fragen haben, können Sie die entweder direkt in den Chat reinposten oder im Nachhinein einfach sich merken und dann halt schlicht fragen in der Question-and-Answer-Session. Damit übergebe ich sehr gerne an dich, liebe Claudia. Ja, vielen Dank für deine freundliche Einführung. Mein Thema für die heutige Lecture ist Personalisierung des Hochschulstudiums mit KI. Und im Zentrum des Vortrags steht das personalisierte Lernen, bei dem eben Daten über den bisherigen und auch aktuellen Lernprozess von Studierenden verwendet werden, um sie eben bei der Erarbeitung ihrer Studieninhalte individuell zu unterstützen. Und zur Veranschaulichung werde ich Prototypen des AI Edu Research Labs vorstellen. Die Agenda ist kurz und knackig. Ich gehe zunächst auf die Personalisierung ein, auf den Begriff der Personalisierung, was man sich so darunter vorstellt. Allgemein dann betrachte ich die Personalisierung und künstliche Intelligenz im Hochschulstudium, gehe dann auf das AI Edu Research Lab ein und stelle da unsere Vision, Konzepte und auch Umsetzung vor. Und es steht noch die Frage, wo bleibt die Bildung im Raum? Komme ich zur Personalisierung. Ja, also eigentlich fast jeden Tag sind wir bereits mit personalisierten Angeboten konfrontiert, ob bei Spotify, Netflix oder eben auch bei Suchen von diversen Online-Shops. Sie geben uns halt personalisierte Empfehlungen und machen auf uns zugeschnittene Angebote entsprechend unserer bisherigen Interessen, Vorlieben oder auch unserem bisherigen Kaufverhalten anhand ähnlicher Vorlieben und annähernden Verhaltens anderer und weiterer Informationen, wie zum Beispiel Tageszeit, Geräte, Nutzungsdauer. Personalisierung aber ist nicht erst seit Neuestem oder mit dem Hype um künstliche Intelligenz ein relevantes Thema. Schon wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin, ein Schüler oder eine Schülerin, der beziehungsweise die sich mit einem Bildungsinhalt schwer tut, intensiver unterstützt und ein Schüler oder eine Schülerin, der beziehungsweise die schneller damit zurechtkommt, weitere Aufgaben gibt, dann handelt es sich schon um personalisierten Unterricht. Dieser berücksichtigt Lernende als Individuen mit jeweils eigenen Bedürfnissen, Stärken, Erfahrungen und Interessen, um eben mittels Differenzierung des Lernprozesses erfolgreich zu sein. Personalisierung im Kontext von Bildung ist also ein Konzept, ein Ansatz, eine Förderstrategie, das sich an dem Individuum und an dessen Lernbedürfnissen orientiert, um, wie Holmes und andere es formulieren, die Lücke zwischen dessen Kenntnis bzw. Lernstand und den Anforderungen des Lehrenden bzw. des Curriculums zu schließen. Ausgangspunkt dieses personengebundenen Lernens ist das Vorwissen, sind die Erfahrungen der Lernenden. Grundlage ist die Ausrichtung an den individuellen Interessen und bestenfalls deren Selbstinitiierung durch die Lernenden. Das Überprüfen der selbstformulierten Zielerreichung
und die Unterstützung bei der Reflexion des eigenen Lernens für Schlussfolgerungen mit Blick auf das zukünftige Lernen. Insofern ist für den Erfolg des personalisierten Lernens eben auch sowas wie die Selbstlernkompetenz besonders relevant. Merkmale personalisierten Lernens sind nach Holmes und anderen die Ziele. Und das heißt eben das Bestreben, das Engagement und die Leistung der Schüler bzw. der Lernenden zu fördern. Ein anderes Merkmal ist die Differenz. Damit meint er das Bestreben, die individuellen Lernbedürfnisse der Schüler bzw. Lernenden zu erfüllen. Flexibilität gehört zum personalisierten Lernen dazu und meint die Fähigkeit, sich an wechselnde Lernbedürfnisse der Schüler bzw. Lernenden anzupassen und eben das Tempo. Das heißt also die Erkenntnis, dass wir Lernenden eben unterschiedlich schnell vorankommen beim Lernen. Man kann auch sagen, dass personalisiertes Lernen die Gelegenheit bietet, kritisch zu überprüfen, was der Begriff Erfolg im Einzelnen beinhaltet und auch für jeden Einzelnen beinhaltet. Personalisierung kann also Erkenntnisse darüber liefern, wie man eigenständig lernt, um die im Curriculum vorgegebenen Ziele zu erreichen oder eben eine wissenschaftliche Qualifikation zu erreichen. Betrachten wir Personalisierung nunmehr von der technologischen Seite, so gibt es auch hier viele Konzepte, besonders für Personalisierung in den Bereichen von E-Commerce und Mobile Commerce, viele Denkschulen und viele Definitionen, wie Fan und Poole bereits 2006 erhoben haben. Anhand ihrer Analysen haben sie Personalisierung so zusammengefasst. Personalisierung ist ein Prozess, der die Funktionalität, die Schnittstelle, den Informationszugang und Inhalt oder eben auch die Besonderheit eines Systems so verändert, um seine persönliche Relevanz für eine Person oder eine Kategorie von Personen zu erhöhen. Das heißt also, das Ziel der Personalisierung des Systems liegt hier in der Erhöhung der persönlichen Relevanz für eine Person. Personalisiertes Systemverhalten wird besonders nach Zanker und anderen durch Recommender-Systeme, durch Webpersonalisierung, Informationsfiltering und personalisiertes Informationsretrieval geprägt. Komme ich damit dann auch zur Personalisierung und künstlichen Intelligenz im Hochschulstudium. Personalisierung in der digitalisierten Hochschulbildung ist ein Ansatz, der individuelle Lernziele, persönliche Kompetenzen und Präferenzen berücksichtigt, um eine Lernerfahrung im Sinne individueller Effizienz und Effektivität mit Hilfe von Technologien zu optimieren. Eng mit der Personalisierung verbunden sind adaptive Systeme. Und ihre Adaptivität liegt zum Beispiel darin, Kursmaterialien unter Verwendung verschiedener Parameter und vordefinierter Regeln zu verändern. Adaptive Systeme erfassen die Bedarfe der Lernenden und unterbreiten ihnen Vorschläge für den weiteren Lernprozess. Ein adaptives System bietet nicht mehr nur Checklisten, sondern ein individuelles Rückmeldesystem, das dynamische Empfehlungen generieren kann im Sinne von: Du warst schon lange nicht mehr in Moodle, fange doch erstmal mit dem Teil an, mit dem du letztes Mal aufgehört hast. Oder es gibt Studierende, die Aufgabe schon geschafft haben. Willst du damit Kontakt aufnehmen? Die Idee der Personalisierung in TEL, im Technology Enhanced Learning, ist nicht neu. Bereits in intelligenten tutoriellen Systemen der 1990er Jahre beziehungsweise in adaptiven Hypermedia-Systemen konnten Rückschlüsse auf Stärken und Schwächen des bzw. der Lernenden gezogen, zusätzliche Übungen vorgeschlagen und Curricula angepasst werden. Wenn auch Chatty und andere beispielsweise zwei Schwächen adaptiver, intelligenter Lernsysteme ausgemacht haben, nämlich zum einen die statisch vordefinierte Repräsentation von Wissensinhalten und eben auch die schwierige Aufgabe der Modellierung des Lernenden oder der Lernenden aufgrund der Dynamik
dessen Wissens oder deren Wissens und der Vielfalt der Parameter, die berücksichtigt werden sollten, wie zum Beispiel der Kontext der Lernumgebung, die Art der Lernaktivität, Lernziele, Präferenzen, Motivation, kognitive Fähigkeiten, Behinderungen und so weiter, sowie des impliziten Wissens des Lernenden und fehlenden eindeutigen Lernermodellen. Oder Zanker und andere vor zu präzisen Inhaltsempfehlungen warnen, da diese die Wahrscheinlichkeit verringern können, unerwartete und zufällige Elemente zu erleben. Zeigen eben aktuelle internationale Studien, dass mit dem Einsatz intelligenter Tutoren und Empfehlungssysteme und mit der Personalisierung des Lernens die Leistungsfähigkeit digitaler Lernprozesse sowohl für Studierende als auch für Lehrende optimiert und gesteigert werden kann. Von Lehnen konnte zeigen, dass eine personalisierte digitale 1:1-Unterstützung und eben ein feingegliedertes Feedback zu Lernerfolgen ähnlich wie bei einer menschlichen Unterstützung führen kann. Oder Christoph Meyer vom Skill in St. Gallen stellt in Bezug auf KI-basierte adaptive Lernumgebungen eine Wirksamkeit im Hinblick auf bessere Lernergebnisse fest. Und mit der Ubiquität des Informationszugangs und der Datenerfassung sind heute Algorithmen in personalisierten Systemen in der Lage, nicht nur zu entscheiden, welche Funktionalität der Benutzeroberfläche oder welche Inhalte präsentiert werden sollen, sondern auch wann und wie der Nutzer, die Nutzerin angesprochen wird. Das können wir dann als Smart Learning bezeichnen, was uns aber jetzt etwas wegführen würde. Bei der Gestaltung personalisierter Systeme in Lernkontexten sind didaktisch geleitete Adaptionen notwendig, eben um Konflikte zwischen der Lernpräferenz von Studierenden und auch einer optimalen Lernstrategie zu vermeiden oder um eine Unstimmigkeit zwischen der Zufriedenheit des Studierenden auf der einen Seite und dem, was aus pädagogischer Sicht am besten für sie oder ihn ist, zu verhindern. Zudem sollten die Studierenden die wichtigen Entscheidungen selbst treffen können, zum Beispiel über die ausgewählten Lernziele, die zu verwendenden Unterstützungsdienste oder eben auch über die bereitgestellten persönlichen Daten. Personalisierung ist also in der Hochschulbildung ein auf den Lernfortschritt des oder der Studierenden ausgerichteter Ansatz. In Interaktion mit dem System werden Lernziele, Inhalte, Tempo und Ergebnisse eng auf die Bedürfnisse eines oder einer Studierenden abgestimmt. Und dann liegt die Qualität personalisierten Lernens eben dann in der gefilterten Auswahl von Lerninhalten, in der Unterstützung der Selbstanschätzung durch eben ein gutes Feedbacksystem und auch in der intelligenten Aktivierung des Lernprozesses durch eine zunehmende Verantwortungsunterstützung für die Studierenden. Im AI Research Lab betrachten wir zwei Ebenen der Personalisierung im begleiteten Selbststudium, nämlich auf der Ebene, auf inhaltlicher Ebene zur Unterstützung bei der Aneignung der Studieninhalte und der eigenen Lernprozesse. Und zum anderen auf der Ebene der Selbstorganisation zur Unterstützung und Erleichterung für den Durchlauf des Studiums. Ich stelle Ihnen nun die Entwicklungs- und Forschungsarbeiten im EA-Edu Research Lab vor. Dafür gebe ich Ihnen zunächst einen Einblick in unsere Vision und auch einen visuellen Einblick über unsere gegenwärtigen Projektarbeiten. Das EDO Research Lab ist ein Kooperationsprojekt des Forschungsschwerpunkts D2L2, Digitalisierung, Diversität und lebenslanges Lernen der Fernuniversität in Hagen und dem DFKI seit Oktober 2018 und wird von Professor Nils Pinkwart und mir geleitet. Im Zentrum des EDO Research Labs steht die Forschung zu künstlicher Intelligenz in der Hochschulbildung. Wir entwickeln, erproben und erforschen in unserem Lab modellhaft in Testbeds Methoden und Anwendungen der künstlichen Intelligenz in Studium und Lehre mit dem übergeordneten Ziel, Studienabschlüsse durch eine Verringerung der Studienabbruchsquote und eben auch eine Verbesserung der individuellen Lernerfolgsquote zu erhöhen.
Ja, wir orientieren uns an der These von Rosemarin Luckin, dass künstliche Intelligenz uns hilft zu verstehen, wie wir unsere menschlichen kognitiven Fähigkeiten verbessern und weiterentwickeln können. Mit Funktionen zum Problemlösen, Planen, Entscheiden oder zum Repräsentieren von Wissen kann KI individuelles Lernen unterstützen. Wir erforschen im Lab, wie Bildungserfolge nicht nur durch Abschlüsse sichtbar werden, sondern wie Methoden der künstlichen Intelligenz im Studium eingesetzt werden können, um die Studierenden bei ihren persönlichen Bildungszielen und ihren individuellen Lernprozessen zu unterstützen. Denn personalisiertes Lernen kann ja eben sichtbar machen, was Erfolg im Einzelnen und für den Einzelnen beinhaltet. Es kann Erkenntnisse darüber liefern, wie man eigenständig lernt, um die im Studiengang vorgegebenen Ziele, eine wissenschaftliche Qualifikation und oder eben auch seine eigenen Bildungsziele zu erreichen, auch wenn das nach den heutigen Formalia als Abbruch möglicherweise gilt. Für uns ist folgende Mission leitend, nämlich alle Studierenden auf dem Weg zum erfolgreichen Studium bestmöglich individuell zu unterstützen. Wir hatten auch eine Vision, als wir 2018 die inhaltliche Ausrichtung für die Forschung im EREDO Research Lab festlegten. Wir stellten uns ja sowas wie einen digitalen, intelligenten Studierendenberater als digitalen Assistenten eines oder einer Studierenden nach dem Vorbild des Knowledge Navigators von John Scully 1987 vor. Ja, ich weiß auch heute, das war ein bisschen ambitioniert, aber auf jeden Fall wollten wir künstliche Intelligenz für das Lehren und Lernen mit dem Ziel nutzen, um eben metakognitive Fähigkeiten wie Selbstregulation im Studium und über das Studium an der Fernuniversität hinaus eben im Sinne des lebenslangen Lernens zu unterstützen. Also uns schwebte und mir schwebt eigentlich immer noch ein intelligentes Assistenzsystem für das Hochschulstudium vor, das Studierende auf der inhaltlichen Ebene unterstützen soll, das individuelle Lernprozesse und Lernwege assistiert und auch Studierende bei der Studienorganisation begleitet und gleichzeitig zu ihrer Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit beiträgt. Wir haben uns vorgestellt, dass sich diese Ziele aus der Analyse der Studierenden, ihren Lernaktivitäten und auch aus dynamischen Echtzeitinteraktionen mit einem Peer, einem persönlichen, intelligenten und autonomen Assistenten, erreichen lassen könnten. Eine intelligente Lernassistenz steht einem zur Seite, kann bei der Lösung von Problemen helfen und weiß in, naja, fast allen Situationen im Studium eine Antwort. Unser Forschungsinteresse haben wir anhand folgender Fragen formuliert. Was sind Parameter, die erfolgreiches Studieren an der Fernuniversität bestimmen? Wie wird hier gelernt? Wie können diese Parameter gefördert werden? Und ja, wie kann künstliche Intelligenz bzw. ein intelligentes System zur Bildung des Individuums beitragen? Wie können Selbstregulation und Eigenverantwortung für den Qualifikationsprozess durch Methoden künstlicher Intelligenz unterstützt werden? Und letztlich die Frage, wie können individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten identifiziert und gefördert werden? Zur Erforschung dieser Erkenntnisinteressen realisieren wir derzeit drei das KI-Potenzial demonstrierende Szenarien. Das ist zum einen bei dem das Szenario wissensbasiertes System, maschinelles Lernen und Recommender für personalisiertes Lernen. Hier geht es um die Entwicklung und Erprobung eines wissensbasierten Systems, eines Expertensystems und um die Anwendung maschinellen Lernens zur personalisierten Studiumsbegleitung. Dabei handelt es sich um ein Testbett im Bachelorstudiengang Bildungswissenschaft. Das zweite Szenario fokussiert sich auf selbstreguliertes Lernen über den Studienverlauf. Das Szenario betrachtet den gesamten Studienverlauf, zunächst auch im BA Bildungswissenschaft
Und die Entwicklungen unterstützen hier insbesondere das selbstregulierte Lernen unter Nutzung von Educational Data Mining und Machine Learning. Und letztlich fokussiert sich das dritte Szenario auf Ethik-Leitlinien und die Sensibilisierung für ein KI-basiertes Fernstudium. Dieses dritte Szenario formt sozusagen den Rahmen für das gesamte Projekt, in dem ethische Rahmenrichtlinien gemeinsam mit den Studierenden erarbeitet und im KI-basierten Studium vermittelt werden. Unser Ziel ist es damit, ein Bewusstsein bei Studierenden für dahinterliegende Prozesse und Methoden zu erreichen und zu schaffen. Wie muss man sich eigentlich sowas, ein Szenario 1 vorstellen? Dieses wissensbasierte System, was wir mit maschinellem Lernen und Recommendern für personalisiertes Lernen verknüpfen wollen. Also mit diesem wissensbasierten System und dem Einsatz maschinellen Lernens wollen wir die Lehr-Lern-Prozesse und Einflussfaktoren auf das Verhalten Studierender im Studium analysieren und verstehen. Also insbesondere in einer Veranstaltung, in einem Modul. Und wir möchten eine personalisierte Unterstützung in Form eines Recommenders gestalten, um eben metakognitive Lernstrategien zu fördern, bei der selbstständigen Bearbeitung von Kursinhalten zu unterstützen und auch eigene Projektarbeiten durchführen zu können. So ein wissensbasiertes System bietet die Möglichkeit, grundsätzlich zwischen einer Wissensbasis und der Wissensverarbeitung zu unterscheiden. Also in diesem ersten Szenario hier ist aus dieser grundsätzlichen Unterscheidung ein General Learning System entstanden. Ein wissensbasiertes System, da erzähle ich vielleicht dem einen oder der anderen von Ihnen nichts Neues, aber ich möchte es trotzdem nochmal hier aufgreifen, weil das schon noch auch zentral ist für die Gestaltung des Recommender-Systems. Grundsätzlich ist auch diese Modellierung Grundlage für intelligente tutorielle Systeme, die eben auch aus einem Domänen-, Lernenden- und Didaktikmodell bestehen. Das Domänenmodell enthält die Wissensbasis der Lerninhalte mit entsprechenden Metadaten und Ontologien. Das lernende Modell erfasst und aktualisiert Informationen über die Lernenden und schätzt auch die Fähigkeiten, schätzt ihre Fähigkeiten auch ein. Das didaktische Modell, manche sagen auch Pädagogik oder Bildungsmodell, wird festgelegt und zeigt, und um dahinter ein System zu setzen, das an die Lernenden angepasst ist. Was das Domänenmodell anbelangt, so haben wir uns für den komplexen Prozess der Ontologieerstellung entschieden. Sie sehen hier bekommen hier einen Eindruck in die komplexe Erstellung des Domänenmodells. Mithilfe sogenannter Ontologien, also formalen und thematischen Abbildungen eines Wissensbereichs, sind wir eben dabei, das Wissen unseres Moduls abzubilden. Neben der Entscheidung für den Umfang einer Ontologie und deren inhaltlichen Gestaltung ist auch die Übertragung in eine computerbasierte Version mithilfe einer Web-Ontology-Language fast beendet. Und wir haben dafür den Ontologie-Editor Protégé verwendet. Zur Komplexitätsreduktion haben wir uns auf die Studienbriefe in unserem Modul fokussiert, die eben auch für die Studierenden die Grundlage für ihre Prüfungen sind. Deren Inhalte, also die Inhalte der Studienbriefe, werden alle integriert in diese Ontologie und überführt in Protégé und ergeben abschließend die Domäne. Es gibt mittlerweile bereits Versuche, Ontologien halb automatisiert zu erstellen. Das wünschen wir uns auch, weil das nämlich schon ein sehr mühsamer Prozess ist. Allerdings haben wir festgestellt, dass die
halbautomatisierten Versuche, die wir kennengelernt haben, immer noch nicht so die Genauigkeit haben, die wir präferieren. Sind dann die Inhalte einmal so vom Computer eingelesen, dann ergeben sich eben interessante Möglichkeiten, wie beispielsweise diese Visualisierung der Ontologie, in der Konzepte und Beziehungen zu anderen Konzepten darstellbar sind, wie Sie das hier auch auf der rechten Seite sehen. Betrachten wir das Lernendenmodell. Sie sehen hier, welche Daten der Studierenden herangezogen werden, um einen Lernenden zu charakterisieren. Beispielsweise Ziele, Motivation und Lernaktivitäten. Und strukturiert ist dieses Modell von unseren Partnern des DFKI ebenfalls als Ontologie. Für eine Annäherung an das Didaktikmodell ist es zunächst zentral zu erläutern, wie sich ja so ein Semesterverlauf des Moduls gestaltet. Also welche Didaktik steckt da vor allen Dingen auch dahinter. In der Darstellung sehen Sie auf der linken Seite den Semesterverlauf des Moduls in drei Phasen. Zunächst erarbeiten die Studierenden selbstständig die Inhalte der Studienbriefe. In der zweiten Phase planen Sie ausgehend von Ihren Interessen und den Themen der Studienbriefe ein eigenes Forschungsvorhaben, allerdings ein kleines Vorhaben. Und hier bereiten Sie eine Forschungsfrage vor und eine erste Gliederung für Ihre Hausarbeit. Und in einer intensiven 1:1-Betreuung findet dann eine Finalisierung und eine Anpassung des Vorhabens statt. Und die dritte Phase umfasst dann das Schreiben der Hausarbeit. Unsere übergreifende Idee ist die Entwicklung eines Recommender-Systems, das eben so nächste Lernobjekte empfiehlt, einen Überblick darüber gibt, was bereits verstanden und was noch gelernt werden sollte. Und dass es darüber hinaus Empfehlungen für weitere Lernaktivitäten und Unterstützungsangebote für die kognitiven Lernstrategien gibt. Allerdings sind die Bedarfe in den einzelnen Phasen des Semesters sehr unterschiedlich, sodass wir dazu übergegangen sind, mit einer Anwendung zu starten und weitere Ideen sukzessive dann in das Recommender-System zu integrieren. Der erste Use Case, an dem wir gearbeitet haben und auch noch arbeiten, ist das Automatic Assessment Tool. Das heißt, dieses Tool wird zu Beginn des Semesters eingesetzt, um den Wissensstand der Studierenden zu erfassen, beziehungsweise damit auch die Studierenden ein Gefühl dafür bekommen, mit welchen Begriffen, mit welchen Fragestellungen sie es in diesem Modul zu tun haben. Und auch dieses AAAT lässt sich gut vor mündlichen Prüfungen nutzen, um einfach nochmal so das Grundlagenwissen und Begriffe nochmal aufzufrischen. Und hierfür beantworten die Studierenden einige Fragen zu den Inhalten des Moduls. Das System generiert darauf eine Bewertung, markiert wesentliche Begriffe und Konzepte als richtig und falsch und bietet den Studierenden eine richtige Lösung von anderen Studierenden an. Ziel ist es hierbei, eine Anknüpfung an die Ontologie des Moduls herzustellen, sodass dann eben auch ein direkter Anschluss an die Modulinhalte erfolgen kann. Das sehen Sie dann auch beispielsweise auf der rechten Seite in dieser grafischen Darstellung, wo eben auch weiterführende Ressourcen oder Hinweise zu weiteren Aufgaben gegeben werden. Für das das AAAT ist aus Hunderten von studentischen Antworten auf Wissensfragen, die wir in Klausuren gestellt haben, und der händischen Markierung richtiger Begriffe durch die Lehrenden hervorgegangen. Und für dieses AAAT hat das DFKI das Multinominal Naive Bayes Klassifikationsmodell für die Beantwortung für die Bewertungen der Antworten angewandt und auch mit anderen Modellen des maschinellen Lernens verglichen. Das heißt also mit der logistischen Regression, dem Random Forest Classifier und dem Linear Support Vector Classifier, aber auch den euklidischen Abstand
für die Präsentation ähnlicher Antworten anderer Studierender genutzt. Eine weitere Anwendung ist das IFSE, das Intelligent Feedback for Student Exercises. Es wird eingesetzt, um die Studierenden in dem Prozess der Erarbeitung der Inhalte zu unterstützen und einen Kenntnisstand zu vermitteln, der es ihnen dann letztlich ermöglicht, eine eigene Fragestellung für die eigene Hausarbeit zu generieren. Es handelt sich um ein personalisiertes Quiz-Tool, das in Form von Fragen den Wissensstand der Studierenden reflektiert. Beispielsweise erhalten die Studierenden nach jeder Antwort ein allgemeines und auch ein persönliches Feedback. Das allgemeine Feedback bezieht sich auf die Richtigkeit der Antwort. Für die Bereitstellung des persönlichen Feedbacks findet eine technische Trennung von Quiz- und Quiz-Optionen statt. Das bedeutet, also es gibt für jede Quiz-Option einen Pfad in der Ontologie mit einer entsprechenden Verknüpfung zum Studienbrief. Und so besteht zum einen die Möglichkeit, direkt auf die entsprechende Seite des Studienbriefs, also unserer Lernmaterialien, zu gelangen, um den Inhalt erneut zu lesen. Und zum anderen, da arbeiten wir jetzt im nächsten Schritt dran, ist es damit möglich, sich einen Graphen anzeigen zu lassen, der die betreffenden Konzepte entsprechend anzeigen kann. Für Lehrende wird es möglich sein, neue Quizze und Quizfragen anzulegen, die direkt mit der Ontologie verbunden sind. Hierfür wird eine spezielle Teacher-Page angelegt, welche die Verbindung zwischen einer Quizfrage bzw. den Quizoptionen und der Ontologie herstellt, indem die Konzepte, auf denen sich die Fragen und Optionen beziehen, einzeln angegeben werden können. Also das ist auch, ich denke, auch nochmal wirklich ein cooles Tool, um dann eben auch dieses IFSE größer und nochmal intelligenter werden zu lassen. Das IFSE bedient sich eines regelbasierten semantischen Informationsminings und verwendet dabei Regeln basierend auf der Item-Response-Theorie und das Transferable-Belief-Modell, um studentische Kompetenzen zu bestimmen. Eine andere Anwendung, die noch in den Anfängen steckt, ist die SAT, also die Strukturassistenz für Hausarbeiten. Diese unterstützt die zweite Phase des Semesterverlaufs und betrifft deshalb auch den Prozess der Hausarbeitvorbereitung und des Schreibens. Es geht hier vor allem um eine organisatorische und strukturelle Unterstützung, die gleichzeitig die Lehrenden entlastet. Denn wir haben festgestellt, jetzt schon über mehrere Semester, eigentlich werden immer die gleichen Fragen gestellt. Wie komme ich ein Thema? Wie finde ich ein Thema? Wie muss die Gliederung aussehen? Wie umfassend darf sie sein? Soll sie sein? Wie suche ich adäquate Literatur heraus und so weiter? Und da haben wir uns gedacht, da könnte eben so eine digitale Assistenz, eine Hausarbeitsassistenz wirklich wunderbar helfen und eben auch die Lehrenden von diesen Fragen entlasten, gleichzeitig aber dann für tiefergehende Reflexionen mehr Zeit und Raum geben. Genau, Sie sehen hier eine erste Ontologie Hausarbeit schreiben. Und es liegen uns auch schon Analysen von Fragen der Studierenden mehrere Semester vor, auf die wir dann auch im Rahmen dieser Ontologie weiter Bezug nehmen können. Und aktuell werden das AAAT und IFSE bereits, oder dafür wird dann bereits ein Moodle-Plugin in erster Version erstellt und wir werden das auch im nächsten Semester dann einsetzen und evaluieren. Genau, diese drei Use Cases haben wir im Rahmen von Szenario 1 entwickelt. Dann haben wir ja noch das Szenario 2. Und hier geht es um eine KI-basierte Unterstützung der studentischen Selbstregulation eben im Studienverlauf, also nicht nur im Rahmen eines Moduls, sondern über den Studienverlauf
unter Nutzung von Educational Data Mining und maschinellem Lernen. Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren im Studium werden hierbei durch ECTS und Panelbefragungsdaten identifiziert, um anschließend ein anwendungsbereites Modell selbstregulierten Lernens auf empirischer, aber auch auf theoretischer Basis zu entwickeln. Wir gucken erst auf der Basis von der Daten, schauen, ob sich neue Muster vielleicht ergeben, ob wir daraus aus diesen Mustern neue, uns noch nicht bekannte Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren erschließen und verknüpfen das dann aber mit unseren theoretischen Modellvorstellungen der Selbstregulation und entwickeln da auf dieser Basis dann unser Recommender-System weiter. Welche Daten spielen da eine Rolle? Das EAEDO Research Lab arbeitet bisher mit Daten des ECTS-Monitoring, der Panelbefragung und mit Logdaten aus Moodle. Es liegen bereits die ECTS-Daten von 2005 bis 2019 vor, also über 14 Jahre, und wurden mittels des Werkzeugs Student Learning Analysis, dem SLA, aufbereitet, sehen Sie auf der linken Seite. Und diese SLA, die speist sich zum einen aus den deskriptiven Statistiken zu den soziodemografischen Hintergründen, den Lernpfaden, Kursbelegungszahlen im Studienverlauf und auch aus Prüfungsdaten. Und zum anderen werden für die SLA neuronale Netze genutzt, um beispielsweise Studienabbruch oder Studienerfolg vorherzusagen, ähnliche Studierende zuzuordnen oder nächste Module zu empfehlen. Aktuell wird an einer zuverlässigen Identifikation von Studienerfolg, Studienabbruch sowie aktiven Studierenden gearbeitet, um auf dieser Basis eben Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren zu bestimmen. Die Panelbefragungen an der Fernuniversität unterteilen sich in Studieneingangs-, Zufriedenheits- und entweder Absolventen- oder Exmatrikulierten-Befragung. Auch hier liegen Rohdaten seit 2012 bis 2019 vor. Interessant sind eben die verknüpften Fälle zwischen der Studieneingangsbefragung und der Zufriedenheitsbefragung im dritten Semester. Aktuell arbeiten wir an einer Übersicht, wie viele Fälle über alle drei Befragungszeiträume verknüpft werden können, um daraus dann eine zusätzliche Basis zur Identifikation von Misserfolgs- und Erfolgsfaktoren zu bekommen. Und letztlich haben wir dann noch die Moodle-Log-Daten. Und diese Moodle-Log-Daten, die werden seit 2020 für unser Modul aus dem Bachelor Bildungswissenschaft und aus einem Modul und für ein Modul aus dem Master Bildung und Medien E-Education extrahiert. Und dazu werden dann zum einen wöchentlich aktuelle Aktivitäten Studierender gesammelt und zum anderen dreimal je Semester alle Aktivitätsdaten aus diesen Kursen aggregiert. Parallel zu der Aufbereitung und Analyse der Daten wird in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und auch den Datenschutzbeauftragten der Fernuniversität an einem neuen Hash-Verfahren gearbeitet, das die Verbindung von individuellen Fällen über die verschiedenen Datenquellen hinweg durch ein speziell dafür entwickeltes Pseudonymisierungsverfahren ermöglicht. Und dieses Pseudonymisierungskonzept arbeiten wir eben gerade zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten und den zuständigen Dezernaten. Und die technischen Voraussetzungen dafür sind schon geschaffen. Ja, und letztlich haben wir noch Szenario 3. Das ist dann quasi unsere Rahmung der Entwicklung unserer KI-Anwendungen im EAEDO Research Lab. Und wird durch die Zielsetzung gestaltet, ethische Richtlinien für KI eben in einem partizipatorischen Prozess zu entwickeln und eben auch ein Bewusstsein für die Potenziale und Prozesse von KI-Methoden bei Studierenden zu schaffen. Die Idee von PIA, die ich vorhin bei unserer Vision angedeutet habe, scheint immer näher
zu kommen. Also diese Idee einer digitalen Assistenz, die auch noch, ja, die auch in Form eines KI-basierten Chatbots dann Fragen beantworten kann zu allgemeinen Themen im Studium, wie Sie auf der rechten Seite sehen, oder die Studierenden unterstützen kann bei der Strukturierung ihrer Hausarbeiten durch eine Ontologie, oder sie unterstützen kann bei der Themensuche und inhaltlichen Gestaltung. Das kommt schon, ja, vielleicht so ein bisschen einem Knowledge Navigator entgegen. Und genau, Chavang hat auf der rechten Seite mal einen Chatbot, eine PIA simuliert, so wie wir uns das eigentlich vorstellen, wenn die einzelnen Anwendungen dann in einem System integriert werden können. Ja, aber wo bleibt die Bildung? Mit ein paar Gedanken dazu möchte ich die Lecture dann abschließen. Wenn also immer mehr KI-basierte Empfehlungssysteme und personalisierte Angebote Studierende in ihrem gesamten Studium unterstützen, ihnen Entscheidungen abnehmen oder sogar die Kontrolle über ihr Lernen übernehmen, was passiert dann mit ihrer Bildung zur Mündigkeit neben der Berufsbefähigung als Ziel von Hochschulbildung? Man unterstellt Recommender-Systemen Handlungsempfehlungen. Dabei können sie jedoch nur das empfehlen, was es gibt und nicht, was es nicht gibt. Das Zusammenspiel, die Interaktion von KI als Empfehlungsgeber und dem Menschen, der zum Beispiel durch sein reflektiertes Nichtwissen Neues hervorbringen kann, lässt sich meines Erachtens möglicherweise unter dem Begriff der augmentierten Intelligenz weiterdenken, um uns zu befähigen, besser und intelligenter zu arbeiten, zu leben und eben auch zu lernen. Eine zeitgemäße Bildungstheorie reflektiert für mich die Potenziale von KI, von EdTech, indem sie die kritische Position, zum Beispiel über den Verlust freiheitlicher Ordnungen, und die affirmativen Positionen gleichermaßen wahrnimmt. Bereits bei Comenius war die Didaktik eng mit der Bildungstheorie verbunden. Ihm ging es nicht um ein Lernen und Lehren von beliebigen Wissen, sondern um ein Lernen, das den Menschen zu einem weltverbessernden Handeln befähigt. Bis heute stellt verantwortliches Handeln ein zentrales Ziel des Hochschulstudiums dar. Das personalisierte Lernen in unseren Szenarien beispielsweise ist als Bestandteil eines umfassenden didaktischen Gesamtkonzepts zu verstehen, das darauf abzielt, die Handlungsautonomie der Studierenden in Interaktion mit intelligenten Technologien zu fördern und auch ein Lernen zu ermöglichen, das dem Eigeninteresse der Studierenden Rechnung trägt. Lehrende dürften mehr Zeit haben, mit den Studierenden an tiefergehenden Aspekten zu arbeiten und sie in ihrem verantwortlichen Handeln als digital souveräne Mitglieder der Gesellschaft zu fördern. Zu einer zeitgemäßen Hochschulbildung gehört für mich auf jeden Fall die Vermittlung von Data Literacy in allen Disziplinen. Und diese Kompetenz ist aber nur ein Baustein für Bildung im Sinne einer selbstverantworteten Urteilsfindung, die sich stets im und durch ihren Gebrauch in kontingenten Situationen auch mit KI korrigiert und verbessert. Damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.